die Fraktion der CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten ein Thema, das jeden hier in diesem Hause ein wichtiges Anliegen ist. Deshalb ist die Ermittlung der existenzsichernden Bedarfe der Unterkunft für Heizung bei Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB ein sehr wichtiges und wesentliches Thema. Wenn man die Anträge anliest, sehr geehrte Frau Kipping, vor allem der Linken, dann ist es grundsätzlich, wie Sie das in Ihrer Rede gerade ausgeführt haben, auch eine Abrechnung mit dem Hartz-IV-System. Ich glaube, wenn man sich mit Hartz-IV in den letzten Jahren intensiv auseinandergesetzt hat, dann kann man und muss man feststellen, dass der Wohlstand, den wir heute in unserem Land haben, auch darauf zurückzuführen ist, dass wir so wenig Arbeitslose wie noch nie vorher haben. Dann, glaube ich, merkt man sehr klar, dass das Fordern und Fördern in diesem Ansatz ein sehr wesentliches ist, und der ist für uns als CDU-CSU auch ein ganz wichtiges und essentielles Bestandteil. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein wichtiges Thema, wie gesagt, ist die Gerechtigkeit in unserem Land. Wenn man die beiden Anträge, die zur Beratung vorliegen, liest, sieht man deutlich, wie schwierig und komplex dieses Thema ist und wie wenig hilfreich Ideologie und für eine gute, verlässliche und angemessene Lösung in diesem Bereich ist. Die FDP will mit ihrem Antrag die Gesetzeslage konkretisieren und vereinfachen, will Pauschalierungen einführen, Bürokratie abbauen und dadurch die Lage der Leistungserbringer verbessern. Mehr Klarheit durch Konkretisierung ist der Inhalt des Antrags. Die Linke will bundesweit eine einheitliche Lösung schaffen, will Diskriminierungen auf dem Wohnungsmarkt abschaffen, will mit Sozialleistungen, nicht mit Sozialleistungen überhöhte Mieten subventionieren und findet 30 Maßnahmen, wenn man alle Punkte zählt in ihrem Antrag, die helfen sollen, das zu tun. Also da merkt man schon, wie weit die Spannbreite ist und wie wichtig es ist, dass wir eine Regierung in dem Land haben für die Maß und Mitte ein wesentlicher Punkt der Arbeit ist. Und für uns ist Maß und Mitte wesentlich. Liebe Frau Kipping, es ist nicht so, dass wir auf die Linken gewartet haben, bis man dieses Thema auf die Tagesordnung gebracht hat. Wir haben diese Wohnkostenlücke bereits um 19% in den letzten 6 Jahren gesenkt. Das gehört auch zur Wahrheit und das sollte man vielleicht auch ansprechen. Meine nicht aus Angst, sondern einfach aus Wahrheit und Klarheit und aus der Erkenntnis, dass das Thema ein wichtiges ist für Menschen, die am Existenzminimum in unserem Land leben müssen. Eine bundeseinheitliche Regelung wird sicherlich nicht zu mehr Gerechtigkeit beitragen, meine sehr geehrten Damen und Herren der Linken. Wir sind Verfechter des Subsidiaritätsprinzips und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man vor Ort die Lösungen findet. Das kann man gerade vor allem in den Kommunen. Ich bin auch in einem kommunalen Gremium, das sich um diese Dinge kümmert und ich glaube, dass es da auch gut angesiedelt ist. Und je höher die Mietkostenübernahme ist, umso höher wird sich das sicherlich auch auf das Mietniveau auswirken langfristig. Und ich glaube, wir müssen auch an die Menschen denken, die nicht Hartz IV beziehen, aber trotzdem ein Einkommen haben, wo man auch ganz genau schauen muss, dass man über die Runden kommt und dass man auch in den Ballungsräumen leben kann. Und zum Schluss noch eine Feststellung. Es ist auch unserem Einsatz zu verdanken, dass wir eine jährliche Steigerung um fast 1 Milliarde Euro haben bei diesem Thema. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der hier angesprochen werden muss. Ich habe mir den Antrag der Linken sehr genau durchgelesen und es stand dann irgendwann, dass der Diskussionsstand in einem Gremium, das gebildet worden ist von der Bundesregierung mit den Ländern, nicht bekannt ist, dass man hier ein Geheimgremium hätte, das sich über dieses Thema Gedanken macht. Ich habe einmal im Internet gegoogelt und sofort gefunden, wie transparent diese Arbeitsgemeinschaft arbeitet, dass man hier Lösungen findet, die auch verlässlich Lösungen für die Menschen erarbeitet. Und ich glaube, dass das BAMS da einen sehr guten Auftrag gegeben hat für eine Untersuchung, die gemacht worden ist, die viele Lösungen aufzeigt und die jetzt in dieser Kommission auch erarbeitet werden. Und das Gutachten müssen wir dann natürlich politisch werten und in ganz konkrete Gesetzeslage umsetzen. Und wenn man die Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege beispielsweise ansieht, die am 31.05.2008 veröffentlicht worden ist, dann stellen die ganz klar fest,
dass Sie erstens mal die Bestrebungen der Bundesregierung begrüßen, in diesem Bereich die Kosten der Unterkunft und für Heizung zu reformieren, und stellen zwei wesentliche Ziele in den Mittelpunkt. Einmal die Rechtssicherheit und die Verfahrenssicherheit. Es ist wichtig, dass man transparent und praktikable Regelungen einführt. Sie sprechen sich klar, meine lieben Kollegen der FDP, gegen Pauschalierungen aus meiner Sicht auch richtigerweise, weil in einem Land wie Deutschland in der Vielfältigkeit nicht Pauschalen die richtige Antwort wären. Und diese Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, meine sehr geehrten Damen und Herren der Linken, sprechen sich auch gegen die von Ihnen angedachte Pauschalierung aus, sondern sagen, es ist ganz wichtig, dass man ein angemessenes Maß der Begrenzung auch einführt bei den Kosten der Unterkunft. Und das ist auch ganz wesentlich. Und der zweite Punkt ist, auf den auch hier hingewiesen wird, ist die tatsächliche Verfügbarkeit von Wohnraum. Auf dieses Thema sind Sie in Ihrer Rede und auch im Antrag gar nicht eingegangen. Ich denke, die Grundherausforderung, die wir in diesem Haus haben, ist, dass wir auch genügend Wohnraum den Menschen zur Verfügung stellen. Hier haben wir Knappheit in allen Bereichen des Landes, und hier sind unsere Hausaufgaben notwendig. Wir haben das als CSU beispielsweise auch mit eingebracht, mit dem Baukindergeld, dass man gerade für junge Familien die Möglichkeit schafft, hier Wohnraum zu schaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollege Aumer, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Kipping? Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Es dient ja der Transparenz, wenn wir deutlich machen, wo wir Unterschiede haben, aber nicht hilfreich ist, wenn wir dabei Sachen unterstellen. Und Sie hatten ja, bei Ihnen ist offensichtlich angekommen, dass wir uns nicht um das Thema mehr bezahlbarer Wohnraum kümmern, sondern Sie es hier vertreten. Ich möchte Ihnen deswegen noch mal den Beginn meiner Rede in Erinnerung rufen, wo ich sage, wir setzen uns für mehr bezahlbares Wohnen ein, und das heißt unter anderem für mehr bezahlbaren Wohnraum. Und im Antrag ist diesem Thema auch noch mal ein ganzer Punkt gewidmet, und neben mir sitzt die Kollegin Karin Ley, die seit vielen Jahren sich stark macht für eine aktive Mieterinnenbewegung, um eben schon vor Jahren, wo bei der Regierung noch nichts passiert ist, sich stark zu machen, dass es mehr bezahlbaren Wohnraum gibt. Würden Sie das zur Kenntnis nehmen, dass wir bei der Frage bezahlbaren Wohnraum keinen Nachhilfeunterricht brauchen? Ich nehme das sehr gerne zur Kenntnis, Frau Kipping. Das ist ja auch ein gemeinsames Ziel. Nur wenn man den Antrag anschaut, dann hat der mindestens nur zwei oder drei Zeilen zu dem Thema. Alles andere geht um andere Themen. Und aus der Bedeutung des Themas Schaffung von Wohnraum, glaube ich, muss man einfach auch sagen, das wesentlich Wichtige ist, dass wir hier die Impulse setzen, weil dann können auch die anderen Punkte, die Hauptziel Ihres Antrags sind, auch gut beantwortet werden. Und das ist unsere Stoßrichtung. Deswegen wollte ich das vor allem auch nochmal ansprechen. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich habe auch in meiner Bürgersprechstunde vor einiger Zeit jemanden gehabt, der zu mir gekommen ist, der ein eigenes Haus zu Hause hat und sagt, wie schwierig das ist, auch in der Zusammenarbeit, dass man dann die notwendigen Mittel auch bekommt, wenn es dann wirklich um die Kosten für Heizung geht. Also ich kann jeden einzelnen Fall auch nachvollziehen. Es ist sicherlich eine Gerechtigkeitsfrage, und hier müssen wir nachsteuern. Die Bundesregierung hat es auch in Auftrag gegeben, und deswegen bin ich auch froh, dass hier gehandelt wird und dass wir nicht auf die Linken warten müssen, sondern seit vielen Jahren dem Thema uns gewidmet haben, seit mindestens 6 Jahren. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sollte man abwarten, dass diese Bundesarbeitsgemeinschaft mit den Ländern sehr schnell, das müsste die Aufforderung sein, auch an das BMAS, sehr schnell eine Lösung erarbeitet, die man dann auch wirklich hier im Parlament diskutieren kann und dann hoffentlich eine Lösung finden kann, dass jeder Mensch in unserem Land auch gut leben kann. Und ich hoffe, dass wir hier dann eine gemeinsame Antwort finden. Danke. Bevor wir fortfahren, Kollegin Kipping, hat mich der Vizepräsidentenkollege Oppermann gebeten, etwas nachzuholen, was er versäumt hat, nämlich Ihnen zu Ihrem heutigen Geburtstag zu gratulieren. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort